Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einer gemeinsamen Zeit unter Gottes Wort und miteinander, dass wir das Wort Gottes betrachten und dass wir eine gute Zeit zusammen heute haben. Jawohl, Halleluja, herzlich willkommen. Ja, das Thema ist wie immer spannend und wir haben diesmal gedacht, es ist sehr, sehr nötig, dass wir uns ganz neu wieder Gedanken darum machen, über Gebet, über herrschendes Gebet, über Fürbitte, über die ganzen Anliegen. Und wir hatten ja auch versprochen, dass wir an diesem Tag heute für die Anliegen, die eingesandt worden sind, beten wollen. Außerdem wollen wir miteinander Abendmahl nehmen. Ja. Und wenn du dich da noch nicht vorbereitet hast, dann hast du jetzt gleich noch die Möglichkeit bestimmt zu Hause, dir etwas Brot zu organisieren, etwas zu trinken. Es muss jetzt nicht unbedingt Wein sein, wenn du keinen hast oder keinen trinken solltest. Darf schon, ne? Kann schon, aber lass dich nicht unter Druck bringen jetzt, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft im Mahl mit dem Herrn nachher haben wollen. Ja. Aber bis dahin ist noch ein gutes Stückchen zu laufen. Genau. Wir werden uns heute wirklich mit dem Thema Gebet beschäftigen. Und ja. Gebet, da denken manche Leute, Hilfe, wie langweilig, ja. Das ist was für die Omas, das ist für irgendwelche Leute, die zu Hause sitzen. Das ist ja so zu gar nichts. Zu Hause sitzen wir doch jetzt alle. Das ist auch wieder wahr, ja. Das ist ja so gar nichts für irgendwelche Leute, die was bewegen wollen und aktiv sind und so. Ich sag dir eins, denkst du, abwarten. Gebet ist absolut grandios. Und wenn wir lernen, mit Gebet wirklich Reich Gottes zu bauen und Dinge zu bewegen, dann werden wir es nie wieder missen wollen. Und werden auch erstaunliche Sachen erleben. Ja, die Propaganda des Feindes, die macht uns Gebet madig. Warum? Weil er genau weiß, welche Gefahr darin ist, wenn das Volk Gottes aufsteht und betet. Genau. Weißt du, Petition unterschreiben ist das eine. Mhm. Ja, das lässt er laufen. Aber wenn Leute anfangen zu beten, dann steht die halbe Hölle auf. Ja. Das stimmt. Also, was mir noch einfiel, ist, wir haben gehört aus den Nachrichten, dass es jetzt zu einem harten Lockdown kommt. Also es gibt immer Lockdown jetzt anscheinend und noch einen drauf und noch schärfer. Und gerade unter diesem Thema ist es sehr, sehr, sehr wichtig für uns, dass wir lernen, mit Gott zu sprechen. Dass wir lernen, im Gebet Herrschaft über unser Leben, über unser Herz, über unseren inneren Menschen zu haben. Und uns nicht von den Nachrichten runterknüppeln zu lassen. Ja. Uns nicht von den Nachrichten so in den Bann ziehen lassen, dass wir denken, die Welt geht jetzt gleich in den nächsten 5 Minuten unter und ich mit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sehr, sehr wichtig ist, sich loszulösen von den Nachrichten. Mögen es gute oder schlechte sein, ist völlig wurscht. Nachrichten, Worte machen etwas mit uns. Und auch wenn wir Worte sprechen, Worte sagen, unser Leben wird unseren Worten folgen. Ja, also, da geht es heute drum, unter anderem. Bei dir auch. Ja. Alles gut. Und ich möchte dazu sagen, dass mir das oft schon geholfen hat, dass ich mich entschieden habe dazu, meine Augen wegzuwenden, mein Lesen von Nachrichten wegzuwenden und wirklich hinzuwenden zum Herrn. Und eine Sache bei Gebet ist ja auch Lobpreis. Und ich hatte jetzt letzte Woche so ein Erlebnis, das fällt mir gerade ein, ich war wirklich sehr beeindruckt durch die ganzen Gebetsanliegen, die habe ich in dieser Woche durchgearbeitet, habe lange Zeit dafür gebetet und dann habe ich viele Nachrichten gelesen, was jetzt so gerade abgeht, auch in USA und hier bei uns und wieder ein Lockdown und all diese Geschichten. Und ich war so beeindruckt davon, dass ich wirklich wie so nur noch das gesehen habe. Und dann dachte ich, okay, also jetzt muss aber mal was anderes hier passieren. Und ich habe mir Lobpreis angemacht. Und in dem Moment, wo ich dieses Lied gehört habe, diesen Lobpreis gehört habe, dieses Wort Gottes, was gesungen wurde, gehört habe, switchte etwas in meinem inneren Menschen. Und ich konnte das andere abstreifen wie eine Jacke und konnte mich wieder an Gott freuen. Ich konnte wieder mit ihm zusammen connecten, konnte wieder mit ihm sprechen. Und es war für mich wie ein Befreiungsschlag. Ja,
Lobpreis ist eine gewaltige Waffe. Genau. Und auch da, in der Zeit, in der wir jetzt sind, viele können in ihrer Gemeinde keinen Lobpreis haben oder genießen. Lobpreis wird anders bewertet werden müssen. Wir werden anders unseren eigenen Lobpreis haben müssen oder lernen müssen. Und ich glaube, Gebet ist auch so eine Art Lobpreis. Es ist ein Lebensstil. Es ist etwas, was unsere Herzen emporhebt zu Gott hin und ihm unsere Anliegen auch bringt. Genau. Was ich noch sagen wollte, ja? Fängst du schon fast an zu predigen? Nein, nein. herzlichen Dank für all die Zuschriften, für den... Ach ja, letzte Woche. Von letzter Woche, da haben wir ja über die Impfung gesprochen. Ja. Und da haben sich sehr viele Menschen bedankt, haben gesagt, das war hilfreich, das war gut. Genau. Für sie, es gab auch ein paar, die haben die Nase gerümpft und entsprechend negativ gereagiert. Das ist immer so. Aber wenn du da ein bisschen aufmerksam bist und die Sachen verfolgt hast, hast du schon gemerkt, dass es doch auch weltweit eine Katastrophenmeldung hinsichtlich der Impfung nach der anderen gibt. Mhm. Und mich hat hier gestern etwas persönlich da wirklich getroffen und das wollte ich euch weiterlesen. Das ist ein so Kommentar bei dem YouTube-Video, was wir reingestellt haben dann. Da hat jemand geschrieben, unsere Nichte, die in Chicago als Krankenschwester im Krankenhaus arbeitet, fiel am 25.12. ins Koma und verstarb 3 Tage später. Vor 3 Tagen hat mein Mann zufällig herausgefunden, dass sie sich am 23.12. gegen Covid hat impfen lassen. Sie war kerngesund. Es ist so traurig. Sie war 31, hinterlässt Mann und 2 kleine Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau an Corona gestorben wäre, ist unfassbar gering. Aber an der Impfung ist sie gestorben. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, weiß man natürlich auch nicht 100%, aber aller Wahrscheinlichkeit nach. Und weißt du, wir haben letzte Woche gesagt, das Wichtigste ist, dass du es prüfst. Ja, du brauchst nicht Ja sagen, du brauchst nicht Nein sagen dazu, sondern du sollst es prüfen und für dich persönlich entscheiden. Ja. Und das ist etwas, was uns wichtig ist, dass da Freiheit drin ist. Wo immer Zwang ist, wo immer man genötigt wird, irgendwas zu tun, dafür oder dagegen, ja, da solltest du vorsichtig sein. Für uns ist es immer wichtig, dass man selber das prüft, auch im Gebet und dann für sich selber entscheidet und sagt, Herr, mit deiner Hilfe gehe ich in dieses Ding rein oder ich gehe eben nicht in das Ding rein. Aber egal, was wir tun es mit dem Herrn. Amen. So, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem ganz wichtigen Thema. Das wollen wir beginnen mit dem Wort Gottes, wie immer. Und ich möchte euch wirklich wieder neu einladen, eure Bibel mit dabei zu haben. Es ist eine Art des Gebetes zu lernen mit dem Wort Gottes. Und das fängt auch gleich gut an. Das ist der Psalm 103 und viele von euch können den sogar schon wahrscheinlich auswendig. Aber wir wollen ein paar Verse anschauen, sodass wir uns im Inneren auch ausrichten können. Psalm 103, ich fange mal bei Vers 1 an. Lobe den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Halleluja. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Und er tat seine Wege kund, dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rächen, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan, nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden hat er uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen,
hat er von uns entfernt unsere Vergehungen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. In diesem Psalm ist alles drin, worüber wir heute Abend auch sprechen wollen. Da ist alles quasi aufgezählt, was auch an Gebetsanliegen reingekommen ist. Und wir möchten dich sehr ermutigen, diesen Psalm auch in deinem Leben noch mehr zu vertiefen, ihn quasi zu beten. In Dankbarkeit, in Lobpreis, in diesem Erheben des Namens des Herrn, ihn wirklich ihm zu danken für das, was er in unserem Leben tut. Amen. Und dafür wollen wir jetzt auch beten. Go for it. Ja? Vater im Himmel, wir wollen vor dich kommen, vor deinen Thron kommen. Wir kommen mit aufgedecktem Angesicht, wir kommen mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Wir erwarten von dir große Taten in unserem Leben. Wir danken dir, wir preisen dich, wir ehren dich. Du hast dich über uns erbarmt. Du lässt unsere Vergehungen fern von uns sein. Du erbarmst dich wie ein Vater über uns. Du hast uns Jesus gesandt, der unsere Vergehungen weggenommen hat, der sie getragen hat am Kreuz, der auferstanden ist durch deine Kraft, Vater im Himmel. Und wir preisen und wir ehren dich. Halleluja. Und wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja. Der dir alle deine Sünden vergibt, der da heilt alle deine Gebrechen, so der dein Leben vom Verderben erlöst, der deine Jugend erneuert, dass du dich erheben kannst wie ein Adler. Amen. Halleluja. Herr, wir preisen und wir ehren dich für dieses mächtige Wort. Ja. Und wir wollen es einsetzen als unsere Waffe gegen das feindliche Regime, gegen das diese feindlichen Attacken, gegen diese feindlichen Übergriffe. Herr, wir preisen und wir ehren dich, dass du uns dein Wort der Gnade schenkst. Und wir ehren und preisen dich für diese gemeinsame Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Yes. Halleluja. Halleluja. Yes. Amen. 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 Ich überlasse dir das Wort. Ja. Auch mal schön. Ja. Okay. Wunderbar. Ja, wir starten gleich mit dem Thema Gebet. Du hast gemerkt, wir haben schon angefangen und wir werden uns heute also den gesamten Abend mit dem Thema Gebet beschäftigen und dann sehr praktisch hier für die aktuellen Anliegen beten. Also Sigrid hat wirklich tagelang jetzt damit zugebracht, diese hunderte von Gebetsanliegen zu lesen und zu studieren und auszubreiten, um sich und zu sortieren. Gewaltig, ich war sehr beeindruckt. Es ist etwas, was tatsächlich, wie soll ich mal sagen, zu Herzen geht, wenn man sieht, das sind ja nahezu alles Christen, die uns diese Anliegen schreiben, wie das Volk Gottes unter Bedrängnis ist, was für verrückte Situationen es gibt, welche Schwierigkeiten, welche Angriffe, welche Attacken da sind. Und es ist ein Unding, wenn wir uns überlegen, wir sind Gottes Volk und unter welchen Attacken wir leiden, unter welchen Angriffen wir stehen. Und das muss eine Veränderung geben im Namen Jesus Christus. Es muss eine Veränderung geben. Wir müssen sehen, dass der Feind in unserem Leben zurückgedrängt wird. Und zwar in jedem Lebensbereich. In der Gesundheit, in den Finanzen, in den Beziehungen, am Arbeitsleben und was auch immer. Ja, wir brauchen ein reales Eingreifen Gottes, wir brauchen Veränderung. Und deshalb habe ich auf dem Herzen heute über einen Aspekt des Gebetes zu sprechen, der in anderen Kulturen unter Christen sehr bekannt ist, sehr, sehr normal ist, insbesondere wenn man sich mit solchen richtigen heißen, feurigen Gemeinden in Afrika beschäftigt, aber bei uns, ich würde mal sagen, ziemlich unterbelichtet ist. Und das ist das herrschende Gebet. Das ist das Gebet in Autorität, wo man weiß, welche Identität man in Christus hat, welche Position man in Christus hat, welche Autorität man in Christus hat und welche Herrschaft man in Christus hat als Volk Gottes. Und dann aus dieser Position heraus zu beten. Halleluja. Wie Sigrid schon gesagt hat, es gibt ganz verschiedene Arten von Gebet natürlich.
Ja, da ist zum einen der gigantische Bereich mit Lobpreis in allen verschiedenen Bereichen. Muss ja auch nicht immer mit Musik sein, kann ganz unterschiedliche Formen haben. Dann ist es natürlich Danken mit allen Aspekten, Fürbitte, ein riesiger Bereich auch, wo es sehr viel zu sagen gibt. Und gewisse Bereiche des Gebetes sind uns, wie gesagt, fremd. Ja, die kennen wir nicht so. Beispielsweise gebärendes Gebet. Hast du vielleicht noch nie gehört. Das ist, wenn Leute gerade in der Fürbitte wirklich etwas quasi zur Geburt bringen im Geist. Ne? Oder wie das in manchen Gemeinden auch in Deutschland ist, diese klagende Fürbitte, wo dann so ein klagender Geist und so ein, vielleicht so ein Singsang rüberkommt, wenn die beten. Und das irritiert uns, weil wir das nicht kennen. Ne? Oder auch echtes Flehen, wenn Leute wirklich flehen, einen Geist des Flehens haben, was in der Bibel als ganz normal bezeichnet wird. Und wie gesagt, einer dieser Aspekte, einer, ist eben dieses Gebet in der herrschenden Position. Ja? Und darüber möchte ich heute sprechen. Vielleicht kennst du das nicht. Ja? Das ist nicht weiter tragisch. Vielleicht wird das in deiner Gemeinde nicht praktiziert. Ist nicht weiter tragisch. Sei einfach offen und schau, was du davon nehmen kannst für dich und sagen kannst, jawohl, ich möchte beten lernen. Denn das war das, was die Jünger auch zu Jesus gesagt haben. Herr, lehre uns beten. Okay, fangen wir vorne an. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind geschaffen, um mit dem Herrn, mit dem Vater in Einheit zu leben und zu wandeln. Seine Stimme zu hören. Ja, ne? Ihn zu sehen, ihn immer mehr zu erkennen, immer mehr hineinzukommen in die Beziehung zu ihm. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, dann ist das dein Herzensanliegen. Du möchtest ihn immer mehr kennenlernen. Du möchtest ihn immer mehr Offenbarung von ihm haben. Ne? So, und wir hier auf der Erde als Ebenbild Gottes, als Gegenüber Gottes, das er geschaffen hat, wir sind hier, um ihn, Gott, zu repräsentieren. Um ihn zu manifestieren, um ihn sichtbar zu machen. Das ist wichtig. Das ist sozusagen unser Job. Gottes Wesen, wenn wir denn wiedergeborene Christen sind, wenn wir neue Kreaturen sind, soll sich in uns zeigen. Es soll aus uns hervorkommen. Das kann natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein bei unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Gaben und so weiter. Das ist ein Riesenspektrum, was das sein kann. Der eine kann predigen, der nächste kann evangelisieren, der dritte prophezeit, der andere ist im Lobpreis von mir aus oder jemand im Barmherzigkeitsdienst oder. Das ist ganz unterschiedlich, aber der Herr will sich durch uns offenbaren. Das muss es sein. Nicht wir sollen uns was ausdenken und irgendwie ackern und schuften und Reich Gottes meinen, bauen zu können, sondern Gott muss es durch uns tun, im Geist muss es geschehen. Ja? Und eben da ist dieser Bereich der Herrschaft, ja, eben ein Aspekt auch. Das ist vielleicht nicht für jedermann, dass er sagt, okay, also das ist eine Form des Gebets, die finde ich super, da gehe ich rein. Aber für einige ist es das. Ja, für Leute, die im Kampf stehen, für Leute, die vielleicht an der Front sind, für Leute, die eine Aufgabe haben, eine Berufung haben, eben in diesem Bereich. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Jetzt mal verkürzt. Gott sprach, die Menschen sollen herrschen über die ganze Erde. Das ist das, was hier in diesem Vers gesagt wird. Ganz zu Beginn der Story Gottes mit den Menschen. Und das ist nach wie vor unsere Job Description. Das ist die Aufgabe, der Basisjob, den Gott uns gibt. Ja? Das ist das, was wir gemäß Gottes Plan zu tun haben, was er möchte, dass wir tun. Herrschen über die Erde. Nicht im Sinne von da wie so ein Despot natürlich, sondern in guter, gottwohlgefälliger Weise herrschen. Ja? Und das hat er in uns hineingelegt. Ja? Und dieses, was er in uns hineingelegt hat, das muss in guter, gottwohlgefälliger Weise hervorkommen. Ne? Im gewissen Sinne, im Geist sind wir Herrscher über die Erde. Ich werde darauf gleich noch eingehen. Ja? Und im Gebet arbeiten wir mit Gott dann partnerschaftlich zusammen.
Gottes Wille ist, dass seine Herrschaft, sein Reich auf der ganzen Erde hervorkommt, immer mehr und immer mehr. Und das geschieht durch uns. Das geschieht durch dich und mich. Das geschieht nicht einfach out of the blue, sondern das geschieht durch Menschen. Gott hat sich entschlossen, durch Menschen zu wirken, durch die Nachfolger. Ja, Jesus hat einen Nachfolger berufen, hat ihnen den Job gegeben und da sind wir heute mit drin. Ja, es ist etwas, wozu wir berufen und gerufen sind. Direkt nach dem Sündenfall, ja, nach der größten Tragödie, die es überhaupt jemals gegeben hat, hat Gott eingegriffen und hat gesagt, 1. Mose 3, Vers 15, ich, also Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen. Ich werde Feindschaft setzen. Das kommt von Gott, diese Feindschaft. Zwischen dir, damit spricht er die Schlange an, und der Frau. Zwischen deinem Samen, dem der Schlange, und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn die Ferse zermalmen. Ja? Er spricht hier die Macht an, die uns in der Bibel als Herr der Welt, als Fürst der Welt und sogar als Gott der Welt bezeichnet wird. Ja? Und er sagt, der Same der Frau wird in Feindschaft zu dir stehen. Und damit hat Gott selber diesen Konflikt gegen die Mächte des Bösen, die Mächte der Zerstörung, die Mächte der Sünde selber gesetzt. Gott setzt die Feindschaft. Und je mehr wir uns dem Ende nähern, je mehr wir dem Ende in die Endzeit gehen, desto deutlicher zeigt sich und manifestiert sich dieser Kampf zwischen diesen beiden Samen. Zwischen dem Samen des Bösen, dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau, dem Volk Gottes. Ja? Und das weltliche System und das Reich Gottes wird immer Feind sein, wird immer gegeneinander kämpfen. Und je mehr wir vorangehen, und du wirst hoffentlich merken, dass da eine dramatische Beschleunigung gerade jetzt aktuell in Gang ist, weltweit, ja, je mehr wir vorangehen, desto mehr wird sich das zeigen. Und die Leute, die meinen, sie können auf beiden Seiten irgendwie sich so ein bisschen arrangieren. Man kann in der Welt sein und man kann im Reich Gottes sein. Es wird zunehmend schwieriger. Die meinen, ein bisschen Licht ist nett und ein bisschen Finsternis ist nett. Es wird zunehmend schwieriger, weil da eine Dynamik reinkommt. Es wird dazu kommen, dass man sich entscheiden muss, auf welche Seite man tritt. Auf die Seite der Finsternis oder die Seite des Lichtes. Und es wird Leute geben, die gehen dahin und es gibt Leute, die gehen dahin. Auch aus dem Volk Gottes. Ne? Gut, unter diesem Gesichtspunkt, dieser Feindschaft gegenüber die Mächte des Bösen, ja, bedeutet, dass wir im Gebet eine Position einnehmen, wo wir uns niemals unter die Herrschaft, unter das System, unter die Machenschaften, unter die Vorgaben des Feindes beugen werden. Wir sagen, nein, wir sind Volk Gottes, wir gehören zum Reich Gottes, wir gehören zu einem anderen System, wir gehören zu einer anderen Dimension, wir sind herausgerufen aus dem Weltsystem. Und wir beugen uns nicht unter die Maßgaben, die von dieser Seite kommen, die vom Feind kommen. Wir sagen Nein dazu. Das ist sehr wichtig. Weißt du, der Teufel hat ein hocheffizient aufgebautes hierarchisches Reich. Und dieses Reich plant die Niederlage an den Menschen, plant die Menschen zu verführen, plant jeden einzelnen Menschen seine Ewigkeit mit Gott zu rauben. Ja? Es ist sehr effektiv dabei. Und darum geht der Kampf. Es geht um den Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es geht um den Kampf zwischen Reich Gottes und Reich der Welt. Ich meine damit nicht die Welt im Sinne von Globus, sondern ich meine das Weltsystem des Bösen. Wie gesagt, Gott der Welt, Herr der Welt, Fürst der Welt. Ja? Diese Mächte der Finsternis wollen alles unter diesen widergöttlichen Willen, unter dieses widergöttliche System zwingen. Und dazu müssen wir als Volk Gottes widerstehen. Wir nehmen Position ein, wir sagen, nein, das machen wir nicht mit. Wir widerstehen. Ja? Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Halleluja. So, der Teufel trachtet nach Anbetung. Das ist das, was er eigentlich will. Er will Ehre. Er will, dass man sich unter ihn beugt. Unter sein System, unter seine Vorgaben. Oder das, was er sagt, wie das Leben zu laufen hat, ja? Was wir zu tun haben und zu lassen haben. Und wir müssen verstehen, er ist unser absoluter Gegner. Er kennt seine Niederlage. Er weiß, was ihm blüht.
Aber dennoch versucht er so viel zu zerstören, so viel mit in den Abgrund zu reißen, wie ihm irgend möglich ist. Er versucht so viele Menschen in die Verdammnis zu ziehen, wie es überhaupt geht. Die Verdammnis ist nicht von Gott für die Menschen gemacht. Sie ist für den Feind gemacht, der gefallen ist. Ja? Aber wer sich entscheidet, mit dem Feind zu laufen und sich gegen das Angebot Gottes entscheidet, Rettung anzunehmen, der wird in diese Verdammnis gehen müssen, in die Finsternis gehen müssen, und zwar in Ewigkeit. Und es ist vollkommen wurscht, was der für eine Position hat oder was der für einen Titel hat oder was der im Leben geleistet hat oder nicht. Es geht um eine einzige Sache. Hat er Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen? Ja oder nein? Wenn er ihn angenommen hat und wiedergeboren ist, daran festhält und darin weitergeht, dann wird er im Reich Gottes letztlich bis hin in die Ewigkeit bei dem Herrn gehen können. Und das ist der Kampf. Das ist das, was der Feind zu verhindern versucht. Das ist das, weshalb er die Kinder Gottes attackiert. Weil er will nicht, dass Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass das Reich Gottes gebaut wird. Er will es nicht, er hasst es. Und gleichzeitig ist es das, was er am meisten fürchtet. Dass Christen aufstehen und sagen, wir gehen in Position. Wir lassen uns nicht von dem Feind unter sein Ding zwingen. Gut, ich glaube, wir als Volk Gottes im deutschsprachigen Europa, wir müssen echt lernen, im Gebet zu herrschen. Ich hatte schon gesagt, ich habe Gemeinden in Afrika besucht. Ei, da stehen dir die Haare zu Berge, wie die abgehen, ja, wie die vorangehen. Aber nicht kleine Gruppe, sondern Tausende von Leuten in den Gemeinden. Ja, ein Spektakel, weil jeder weiß, wie er vorwärts geht im Gebet. Nicht mit vor sich hin murmeln irgendwie, Kopf runter und so weiter, sondern richtig in Position. Wo du sagst, hey, die Leute haben was gelernt und wir können von denen was lernen. Und es ist sehr, sehr gut, wenn wir verstehen, dass es Menschen auf dem Globus gibt, die in dieser Position herrschendes Gebet wirklich vorangegangen sind und wirklich Gewaltiges gesehen haben. Also was wir hier bei uns kennen, in vielen Gemeinden, in vielen Werken und so weiter, ist nicht das, was weltweit der Standard ist. Da kann man wirklich was von lernen. Okay, Herrschaft. Die Herrschaft ist dem Menschen von Gott gegeben. Und da gibt es eine Story, die ich dir kurz, ganz kurz erzählen möchte, und das ist die mit Kain. Und bei Kain, der seinen Bruder dann erschlagen hat, der erste Mord der Geschichte, ja, die erste Gräueltat der Geschichte, da spricht Gott anschließend, nein, nicht anschließend, vorher, bevor das geschehen ist, den Kain an. Der hatte das in seinem Herzen schon beschlossen, aber noch nicht ausgeführt. Und da lesen wir in 1. Mose 4, Vers 7, also Gott spricht, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und jetzt kommt's, du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über die Sünde, über die Macht der Verführung, über das, was nach dir greifen will, über das, was dein Leben ruinieren will. Du aber herrsche über das, was du dir irgendwie vom Feind hast einflüstern lassen, was getan oder nicht getan werden soll. Herrsche im Sinne von die Maßstäbe Gottes als Maßstab im eigenen Leben nehmen und die wirklich durchsetzen. Das lesen wir ganz, ganz zu Anfang in der Bibel, wo es darum geht, um Herrschaft. Diese Herrschaft, ja, weil das ist etwas, was wir noch in der Ewigkeit wiederfinden. Diese Herrschaft, die Gott den Menschen gegeben hat. Ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 22, geht es ums himmlische Jerusalem. Und da lese ich dir auch was vor. Also, Johannes sieht das und er schreibt hier, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, im himmlischen Jerusalem. Und seine Knechte, werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das lesen wir ja schon vorher in der Offenbarung. Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Achtung! Und sie werden herrschen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat uns dazu gemacht, als sein Ebenbild. Er hat uns für die Herrschaft kreiert. Und der Feind hasst das.
Er hasst es, wenn Christen Verständnis dafür bekommen, welche Identität sie haben, welche Position sie haben, wer sie sind in Christus, dann wird es für ihn gefährlich. Und deshalb gibt es eine unvorstellbare Flutwelle von feindlicher Propaganda, die den Christen einredet, sie sind ein Wurm, sie sind klein, sie können nichts, sie sind eine kleine Herde, alles nur erbärmlich, erbärmlich, erbärmlich. Ja? Und das führt dazu, dass Christen, weil sie nicht geschult sind, ihr Leben lang in einer Art und Weise beten, die eben nicht das zum Ausdruck hat. Ja, wo dieser Aspekt überhaupt nie vorkommt, ja, dass wir Autorität nehmen und so sprechen, wie Gott spricht und das umsetzen, was er umgesetzt haben will, nämlich sein Reich bauen. Und wir wissen, wie sein Reich gebaut werden soll. Die Bibel spricht doch davon. Ist ja kein Geheimnis. Wir wissen, was gerecht ist. Wir wissen, was die Absichten des Vaters sind. Und in dieser Richtung können wir wirklich voller Power beten in die richtige Richtung. Okay, schauen wir auf Jesus. Jesus war natürlich das gigantischste Beispiel für das Ebenbild Gottes. Ja, Gott wird Mensch. Ne? Er lebte auf dieser Erde genauso, nämlich in dieser geistlichen Herrschaft, wie Gott es geplant hat. Er hatte diese Position, diese Autorität, diese Identität, die Gott ursprünglich für den Menschen geschaffen hat, so hat er gelebt. Adam hat das verloren, weil er vom Feind betrogen ist durch diese elende Verführung. Ja? Christus hat das wieder erobert und hat diese Position den Menschen wiedergegeben, beziehungsweise selber genau so gelebt. Er war nicht durch die Sünde korrumpiert. Er war einfach grandios. Er war der Herr, er ist der Vorläufer, er ist vor uns hergegangen und wir dürfen ihm nachfolgen. Ja? Er ist unser Retter, unser Erlöser. Halleluja. Der dreieinige Gott. So, gleichzeitig, als Jesus auf der Erde war, er war vollkommen abhängig vom Vater und vom Heiligen Geist. Er blieb immer im Willen des Vaters. Ja, er blieb immer in dieser Unterordnung, in diesem nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bis hin zum Tod am Kreuz. Ja, er ist in diesem Gehorsam geblieben. Und dieser Gehorsam ist ein extrem wichtiger Schlüssel zum Sieg. Weißt du, wenn du herrschst, im Gebet, dann betest du nicht deinen Gedanken aus und was du dir Tolles ausgedacht hast, sondern was der Heilige Geist in dein Herz gibt und was er dir sagt, was umgesetzt werden soll. Oder was die Bibel sagt. Wichtiger Aspekt. Ja, es geht um Gehorsam. Es geht um dieses Beugen unter die Herrschaft Gottes. Es geht darum, dass man sagt, ich will, dass das Reich Gottes gebaut wird. Weißt du, kannst lange dafür beten, dass du im Lotto gewinnst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das durchkommt, ist relativ gering. Aber wenn du anfängst, dafür zu beten, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen erlöst werden, dann sieht das ganze Ding völlig anders aus. Und das ist völlig logisch, ne? Es geht hier darum, ums Reich Gottes und nicht um unsere persönlichen Befindlichkeiten in erster Linie und das, was wir meinen, was wir doch dringend jetzt irgendwie brauchen und haben und so weiter. Gut, Jesus wurde genauso getestet wie wir. Jesus wurde genauso versucht wie Adam. Ja? Und schau mal, als der Teufel Jesus in der Wüste verführen wollte, hat er ihm eigentlich das gleiche Angebot gemacht, mit anderen Worten, was er Adam gemacht hat. Hey, nimm was für dich selbst. Gebrauch deine Kraft für dich selbst. Du bist doch wer, du kannst doch was, hilf dir selbst. Oder ich gebe dir alles, wenn du mich anerkennst. Das waren so die Verführungen. Und Jesus hat widerstanden. Er hat widerstanden, wo Adam nicht widerstanden hat. Er hat gesiegt, wo Adam verloren hat. Und deshalb haben wir in Jesus den Sieg, den absoluten Sieg, wo Adam eine absolute Niederlage eingefahren hat. Jesus hatte immer Autorität über die Werke des Teufels. Der Teufel konnte nämlich nichts an Jesus finden, ja, wo er hätte anknüpfen können. Es war nichts. Ne? Und deshalb konnte der Herr dieser Schlange, wie wir es in 1. Mose gelesen haben, den Kopf zermalmen. Hey, das Bild Schlange ist wirklich cool. Eine Schlange hat Giftzähne. Ne? Wo hat sie die? Im Kopf. Der Kopf ist zermalmt. Kleiner Hinweis. Mit zermalmtem Kopf, zermatschtem Hirn, denkt sich's schlecht. Deshalb ist die Reich der Finsternis ist manchmal vollkommen irrationale, verrückte Sachen. Ja? Weil so ganz kriegt das nicht mehr auf die Reihe, der Feind. Ne? So, der Kopf ist zermatscht. Das Gift ist weg. Ja? Die Schlange hat ihr Gift verloren, die Schlange hat ihr Denkvermögen verloren, die Schlange ist besiegt. Halleluja! Das müssen wir verstehen.
Ja? Durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung ist die Schlange, ist die Finsternis, ist die Sünde, ist der Teufel, ist der Feind besiegt. Und jeder, der diesen Sieg für sich beansprucht, indem er Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter annimmt, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, gerettet zu werden. Wer das tut, ja, der kann in diesen Sieg hineingehen und mit Jesus in diesem Leben schon siegreich leben. Ja, Jesus war derjenige, der seinen Nachfolgern gezeigt hat, wie man leben soll, wie man gemäß den Absichten Gottes leben soll, wie man in dieser Herrschaft im positiven Sinne leben soll, ja, gemäß der Autorität und der Identität, die Gott uns gegeben hat. So, durch Christus wurde also seinen Nachfolgern, ja, seinem Leib, dem Reich Gottes, wurde diese Autorität, die Adam verloren hat, wiedergegeben. Ne? Halleluja. Und deshalb sagt Jesus beispielsweise, Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Viele Christen haben ja kein Problem damit, dass der Herr sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel gegeben. Aber hier steht auch, alle Gewalt auf Erden. Jesus hat alle Gewalt auf Erden. Interessant. Wie ist das denn? Auf der einen Seite sagt die Bibel, der Teufel ist der Gott der Welt. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, Jesus hat alle Gewalt über die Erde. Das ist eben dieser verrückte Kampf. Der Feind ist besiegt, aber wir als Kinder Gottes sind dabei, das noch durchzusetzen, das noch in Realität zu bringen, das noch, wie soll ich mal sagen, umzusetzen, ja, damit das wirklich freigesetzt wird. Diese besiegten Feind vorzuführen, den Menschen zu zeigen, dass er besiegt ist, den Menschen zu zeigen, dass die Werke des Feindes vernichtet sind, das umzusetzen, das zu manifestieren im Geist. Ja, und das ist das, was eigentlich unser Job ist, wie ich sagte, diese Herrschaft, die Gott uns gegeben hat. Schau, in Kolosser 2, Vers 15 können wir lesen, er hat die Gewalten und die Mächte, also dämonische Strukturen, teuflische Strukturen, völlig entwaffnet. Halleluja. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, nämlich in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Wir müssen das verstehen, was das bedeutet. Wir müssen verstehen, was das bedeutet für uns im Geist, wie wir darin vorwärts gehen können. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Es ist nicht ein natürliches Reich auf dieser Erde. Wir müssen verstehen, dass es immer um den geistlichen Bereich geht. Ne? Im Geist sind die Gewalt und Mächte entwaffnet. Trotzdem benehmen sie sich so, als ob sie noch Macht haben, durch Lüge. Und da müssen wir einfach kapieren, welche Position wir haben. Eigentlich sagt die Bibel, der Feind ist komplett entwaffnet, er hat keine intakten Waffen mehr. Alles, was er tun kann, ist bluffen, ist lügen, ist irgendwie manipulieren, ist irgendwie kontrollieren. Aber er ist besiegt eigentlich. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Er hat alle Macht verloren. Und wenn wir in Christus sind, hat er keine Macht, keine Autorität über uns. Sondern uns ist die Herrschaft gegeben. Wie schon Gott zu Kain gesagt hat, herrsche über die Sachen. Herrsche über die Sünde, herrsche über die Verführung, herrsche über die Dinge, die dich attackieren, herrsche über die Probleme, die dich attackieren, herrsche über die Attacken, die Angriffe, herrsche über die Dinge, die in deinem Leben zur Zerstörung vom Feind gedacht sind. Ja? Wir als Volk Gottes, wir zeigen Gott der Welt, wir zeigen der Welt, wie Gott ist. Ja? Weißt du, die Welt will Jesus sehen. Sie will sehen, wie der Herr ist. Sie will sehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und das passiert durch dich und mich. Das passiert durch uns. Und das ist ja die Tragik in unserem schönen Mitteleuropa, dass der Leib Christi so schwach ist und so, wie soll ich mal sagen, zerstritten ist und so klein ist und so eben nicht in dieser Position der Herrschaft ist. Es gibt was zu lernen. Es gibt was, was der Herr tun möchte durch uns, wo er uns hineinbringen will. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Unsere Aufgabe ist, das Wesen Gottes, seine Herrlichkeit, sein Sein, seine Art wiederzuspiegeln. Wir sind der Leib Christi. Durch uns sehen die Menschen, wie Jesus ist. Hoffentlich. Hoffentlich. Ne? Wir sind diejenigen, die diese Position haben. Wir sind in diesem Sinne auch dann eben die Herrscher. Ja? 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Vernichte.
nicht ein bisschen schön macht oder ein bisschen gut heißt oder ein bisschen mit Zuckerguss überstreuselt oder sowas oder irgendwie negiert. Nein, Vernichtung. Die Werke des Teufels gehören vernichtet. Ausgelöscht. Das, was der Feind macht, gehört vernichtet. Und weißt du was? Das ist genau unser Job. Es geht nämlich weiter. Johannes 20, Vers 21 heißt es, wie mich, Jesus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, nämlich die Werke des Teufels zu vernichten, so sende ich euch. Das sagt er zu den Jüngern und das sagt er zu uns. Ja? Wir sind berufen, gegen den Feind zu agieren. Wir sind berufen zu herrschen. Wir sind berufen, die Werke des Feindes zu vernichten und nicht schön zu reden und nicht gut zu heißen und nicht politisch korrekt zu beurteilen. Ja? So, und das passiert natürlich durch eine ganze Fülle von unterschiedlichen Dingen. Ja? Das ist natürlich durch jetzt geht ja hier um Aussendung, ja? So sende ich euch. Das ist, wenn man gesandt ist und irgendwie Reich Gottes baut, auf welchem Bereich auch immer. Ich habe schon gesagt, ob man predigt, ob man Lobpreis macht, ob man evangelisiert oder, wie gesagt, Leuten dient, ja? Seelsorge oder was, Mission, aber eben auch durch Gebet und auch durch dieses herrschende Gebet als ein Aspekt des Gebetes. Grundsätzlich ist Gebet gigantische Macht. Gebet ist gigantische Macht. Und wir haben alle keine Ahnung, welche Power in diesem echten Gebet steckt. Welche Autorität da drin steckt. Was der Herr eigentlich will, wie wir leben sollen und wie wir vorwärts gehen sollen und welche Position wir einnehmen sollen, um das Reich Gottes zu bauen im Gebet. Gigantisch. Jakobus 5, Vers 16. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel. Jo, wenn du gerecht bist, weil der Herr in dir lebt, weil du ein Kind Gottes bist, dann wird dein Gebet viel bewirken. Deshalb ist es wichtig, was betest du denn? Ne? Das, was du betest, das wirst du viel dann haben. Also wenn Leute beispielsweise ständig negatives Zeug aussprechen im Gebet, überleg, was das für eine Saat ist, die du ausstreust, ob du die wirklich haben möchtest. Ne? Gebet ist echte Arbeit. Es kostet Kraft, es kostet Konzentration, es kostet Einsatz, es kostet Mühe, es kostet Entschlossenheit, es kostet Hingabe. Das ist ja auch eine Attacke des Feindes. Ne? Wenn wir anfangen wollen zu beten, dann kommt die Ablenkung, dann bimmelt das Telefon, dann ist irgendwas gerade mal ganz dringend und ganz wichtig. Und dann ja, mache ich dann das Gebet später und kommst nicht mehr dazu. Du musst dich entscheiden. Nein, ich werde diese Zeitfenster mir jetzt nehmen, ich werde beten und es ist mir vollkommen wurscht. Ja, was passiert? Ich lasse das Handy weg, ich mache auch die Tür nicht auf, ich habe jetzt diese Zeit für den Herrn reserviert und ich werde beten. Es hat was mit Entschlossenheit zu tun. Dranbleiben und so diese erste Hürde mal zu überwinden. Ja, diese Ablenkung zu überwinden. Dranbleiben und da ist einfach Zungengebet ist so extrem hilfreich. Ja, was uns wirklich hilft, in diesen wirklichen Fluss des Gebetes reinzukommen. Das hast du nicht nach einer Minute und vielleicht noch nicht nach fünf Minuten, da musst du dranbleiben. Aber irgendwann merkst du, du kommst in diesen Fluss des Gebetes rein. Und das ist etwas, was absolut gigantisch ist, wo du merkst, wie der Herr wirklich dich gebraucht, im Gebet Dinge auszusprechen und vorwärts zu gehen. Ja, Gebet ist echte Arbeit. Guck hier, Kolosser 4, Vers 12. Schreibt Paulus, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten. Das war ein Fürbitter. Der kam hier offensichtlich aus der Gemeinde und er steht dafür ein und er ringt im Gebet. Er ringt in der Fürbitte. Das war seine Berufung. Solche Leute gibt es. Das sind Fürbitter, die ringen für andere Menschen. Ja, so, da merkst du, das ist etwas, was Ringkampf, ja, ist nichts ein leichter Spaziergang, ist nicht mal einfach so nebenbei gemacht. Und da haben wir auch häufig so eine Fast Food, so eine ganz schnell Mentalität. Ja, naja, Gebet, das muss mal 3 Minuten dauern, dann muss ja wohl durch sein. Nein, Gebet kostet Mühe und Arbeit und Kraft. Es ist etwas, wo wir auch unseren Stand einnehmen müssen. Vor allen Dingen, wenn du in sowas wie dieses herrschende Gebet kommen willst. Ja? Das passiert nicht mit ein paar irgendwelchen hingesagten Floskeln, wo du weder mit dem Herz noch mit dem Hirn dabei bist. Sondern da musst du wirklich reindrängen. Aber es lohnt sich und der Herr sagt, wir sollen das tun, wir sollen da reingehen.
dann ist Gebet natürlich eine Priorität, eine wirkliche Priorität. Das sind alle Arten von Gebet. Ja? Haben Priorität, ne? Ist etwas, was zuerst kommt, wo eigentlich alles andere danach kommt. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Vor allem Gebet. Wichtig. Vor allem Gebet. Priorität. Nun ist diese ganze Sache mit dem Gebet natürlich nicht unsere Idee und unsere Erfindung, haben wir uns nicht schlau ausgedacht, sondern das ist etwas, was Gott gegeben hat. Es ist die Kommunikation mit Gott, es ist dieses von ihm gebraucht werden. Ja, es ist etwas, wo wir hineingehen auf ein Level, wo wir mit ihm zusammen, ich sag mal, verstehe mich richtig, zusammenarbeiten, um seine Absichten durchzusetzen. Ja, der Herr wird die Dinge nicht einfach so tun. Er will sie durch uns tun, durch unsere Hingabe, durch unsere Mitarbeit. Er will uns gebrauchen. Wie gesagt, wir sind sein Ebenbild. Die ganze Gemeinde, das ganze Volk Gottes soll herrschen im Gebetsdienst. Der Teufel, der Feind ist unter den Füßen und er soll er auch sein. Ja? Und unsere Berufung und unser Auftrag ist, vorwärts zu gehen. Als eine, ich sag mal, verstehe mich richtig, im Geist militante, vorwärts drängende Gemeinschaft, die diese Machenschaften der Finsternis, das Reich der Finsternis immer mehr zurückdrängt. Der bekannte Pastor Blumhardt, ich weiß nicht, ob du von dem was gelesen hast oder gehört hast, also das ist auch mal eine Predigt wert, über Blumhardt zu sprechen. Das ist wirklich der abgedrehteste Befreiungsdienst, den es wahrscheinlich jemals in der Geschichte der Christenheit gegeben hat. Es ist sowas von Augen öffnen und Horizont erweitern, sich damit zu beschäftigen. Blumhardt, der hat die Gemeinde, das Volk Gottes, die Ekklesia, als die Ekklesia Militans bezeichnet. Die militärische Armee der Ekklesia, die herausgerufenen Kämpfer, Soldaten, die herausgerufen sind, um das Reich Gottes zu bauen, um vorwärts zu gehen. Ja? Und das ist etwas, wo wir einfach verstehen müssen, es gibt eine Berufung für das Volk Gottes, die wir in Europa also wirklich noch nicht viel umgesetzt haben. Wenn Militär ein Land einnimmt, dann geht das natürlich Schritt für Schritt für Schritt. So geht das auch bei uns im Gebet. So wird eine Landeinnahme praktiziert. Ne? Aber Schritt für Schritt für Schritt bauen wir das Reich Gottes. Geht es weiter mit dem Reich Gottes? Kommen Menschen ins Licht? Ja? Sind wir Zeuge? Sind wir Licht? Sind wir Salz? Und dehnen den Herrschaftsbereich des Herrn aus. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Und wenn wir beten, ist es gut, wenn wir den Feind daran erinnern, dass er besiegt ist. Dass Gottes Souveränität wiederhergestellt ist auf der Erde. Dass Jesus ihm die Birne zertreten hat. Ja? Ja, dass das, was im Sündenfall verloren ging, durch Jesus wieder geholt worden ist und dem Volk Gottes gegeben ist. Dass der Feind entwaffnet ist, dass er im Triumphzug vorgeführt ist. Dass das Reich Gottes dieses Weltsystem komplett überwinden wird. Dass die Herrlichkeit des Herrn den Globus einbetten wird, wie Wasser das Meer bedeckt. Ja, das ist das, wo wir ihn im Gebet dran erinnern sollen. Ja? Wo wir dem Feind sagen, Feind, hör mal zu. Ich sag dir mal, wie hier die geistliche Wahrheit ist. Und dann proklamierst du solche Dinge. Das sprichst du aus in die übernatürliche Dimension. Und das ist etwas, was wir mit diesem herrschenden Gebet unter anderem meinen. Ja? Wir müssen ein Verständnis für die geistliche Realität haben. Wenn jemand ein fleischlicher Christ ist, der hat keine Ahnung, von was wir hier reden. Der hat keine Ahnung, um was es hier geht. Für den ist das alles extrem und abstrus und sonderbar. Ja? Und wenn einer keine Ahnung vom Reich Gottes hat, sowieso. Das ist etwas für die Leute, die ein Verständnis dafür haben, weil der Heilige Geist sie geschult hat, dass das Christenleben eben nicht irgendwas ist, was im Stadium eines Kleinkindes bleibt, sondern dass man in die Reife kommen soll und dass man in Position kommen soll und dass man in die Fülle der Identität reinkommen soll, die der Herr für uns hat. Ja? Der Herr wird durch unser Leben Großes tun, selbst wenn es nach außen völlig unscheinbar sein sollte. Wenn wir lernen zu beten und im Gebet zu herrschen, kann vielleicht kein Mensch im Natürlichen das merken, aber im Geist können wir richtige Dinge, richtige Schlachten bewegen.
Ich glaube, Gebet ist in Gottes Augen etwas so Kostbares, etwas so Wertvolles. Ja? Und ich habe mal gelesen, jemand hat gesagt, hey, wenn du im Gebet vorwärts gehst, wenn du gelernt hast zu beten, wenn du weißt, wie man betet, im Vergleich dazu, ein super erfolgreicher Mensch auf dieser Welt zu sein, im Vergleich dazu ist echt ein Schritt nach unten. Ist echt, du steigst ein paar Level tiefer. Gebet ist etwas, wo wir wirklich, 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 wirklich was bewegen können für das Reich Gottes. Jesus hat die Vollmacht uns gegeben. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Lukas 10, Vers 19 sagt das anders. Da heißt es, siehe, ich habe euch die Macht, also die Autorität, die Vollmacht, gegeben. Nicht, ich werde die euch mal irgendwann in der Ewigkeit im Himmel geben. Da brauchen wir die nämlich in dem Sinne nicht mehr, ja, wie hier. Sondern wir haben sie jetzt. Sie ist uns gegeben. Macht, Autorität, Vollmacht, Power, Kraft. Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Das ist das, was wir haben. Jesus hat es uns gegeben. Komplette Macht über die ganze Kraft des Feindes. Hey, da müssen wir lernen, drin zu leben. Da ist noch sagenhaft viel Luft nach oben. Bei uns auch. Bei mir auch. Da bin ich im Lernprozess. Ja, wie jemand, der gerade angefangen hat. Aber ich sage, hey, da ist doch was drin. Wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dann sage ich, lass uns vorwärts gehen in dieses, was der Herr für uns gesagt hat, damit wir wirklich da hineinkommen, dass der Feind unter den Füßen ist, wo er hingehört, dass wir ihn zertreten und dass wir vorwärts gehen und dass das Reich Gottes gebaut wird und dass hier nichts uns schaden kann. Eine coole Bibelstelle. Und es wird noch cooler, weil diese Situation, dass Jesus diese Jünger hat und ihnen diese Autorität transferiert hat, diese Macht übertragen hat, diese Vollmacht gegeben hat, kommt dazu, zwei Verse weiter, Lukas 10, Vers 21, heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies, nämlich diese Übertragung der Kraft, der Power, der Vollmacht, Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Weißt du, was hier das Wort jubelte? In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Er hat das übertragen und fing an zu jubeln. Und zwar das Wort, was hier steht, Agalio, das heißt mehr so fast wie ausflippen. Der ist vor Begeisterung, vor Freude schier ausgeflippt. Ja? Weil jetzt hat er das, was er eigentlich den Menschen geben wollte, nämlich die Vollmacht und Autorität, die Adam verloren hat, transferieren können. Das ist so begeisternd. Ja? Menschen waren wieder in diese Position gekommen, nämlich seine Jünger, die eigentlich Adam zusteht. Das Wort, was hier verwendet wird, Agalio, ist wie gesagt, jubeln, springen vor Freude, hüpfen, weil man einfach es nicht mehr aushalten kann. Überschäumende, ekstatische Fröhlichkeit. Ne? Außer sich sein vor Freude. Ausflippen eben, ne? Und einen Wunsch wirklich erlangt haben. Verstehst du, das war nicht irgendwas, so, ich gebe euch jetzt hier die Vollmacht, da könnt ihr Dämonen austreiben und Kranke heilen und so, macht mal einen Job und gucken wir mal. Nein, das war etwas, was sein Herz total, wie soll ich mal, komplett erfüllt hat, wo ausgeflippt ist, wo Begeisterung, dass Menschen jetzt losgegangen sind in diesem Auftrag. Und so gehandelt haben, wie er gehandelt hat. Evangelium verkündet, Reich Gottes verkündet, Kranke geheilt, Dämonen befreit, Menschen gerettet. Und das war etwas, wo er vollkommen begeistert war, weil das war ja der Grund, weshalb er gekommen ist. Dieses Jubeln. Und wir müssen verstehen, was unser Job ist. Wir sind nicht hier, um in irgendeiner Gemeinde den Platz zu wärmen oder da irgendwie, wie soll ich mal sagen, so durchs Leben zu eiern. Wir sind hier, um Reich Gottes zu bauen und seinen Herrschaftsanspruch umzusetzen. Du und ich. Halleluja, das ist wirklich cool. Und da möchte ich mit dir diese super, super, super bekannte Bibelstelle in Epheser 6 anschauen. Geistliche Waffenrüstung, hast wahrscheinlich schon 20 Predigten drüber gehört. Mir geht es um Folgendes. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Ist das schon mal gut, ne? Das ist schon mal was, eine Aufforderung, was wir tun sollen, was wir werden sollen. Ne? In seiner Stärke stark, in seiner Macht stark. Dann kommt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist, erstens, nicht gegen Fleisch und Blut. Okay, gut. Das heißt, nicht auf dem irdischen, natürlichen Level. Wir kämpfen nicht auf dem irdischen, natürlichen Level. Nicht Fleisch und Blut. Irdisch. Ja? Das ist nicht das Level, auf dem wir kämpfen. Das ist nicht unser Kampf. Sondern. Und dann kommen vier Punkte, gegen die wir kämpfen. Gegen die unser Kampf ist. Das müssen wir verstehen. Du hast die Waffenrüstung nicht an, damit du schön durchs Leben gehst und einen tollen Eindruck machst und glänzt. Du hast eine Waffenrüstung an, weil du kämpfst. Und du solltest wissen, gegen was du kämpfst. Und das steht hier. Erstens, du kämpfst gegen die Gewalten. Zweitens, du kämpfst gegen die Mächte. Drittens, du kämpfst gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Viertens, du kämpfst gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Vielleicht ist dir das noch nicht bewusst, dass du dagegen kämpfst. Aber das ist das, was das Wort Gottes sagt. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist unser Kampf. Und den sollten wir ernst nehmen, den sollten wir verstehen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist unser Job. Ich werde demnächst mal über die Waffenrüstung sprechen. Ist ja ein gigantisch cooles Thema. Aber mir geht es heute darum, klarzumachen, hey, wir haben einen Kampf und der Kampf befindet sich auf der übernatürlichen Ebene. Und Paulus bringt hier vier verschiedene Strukturen, das ist natürlich ein Geheimnis, was sich auch dahinter verbirgt, ja. Aber auf jeden Fall geistliche Dinge, gegen die wir angehen. Geistliche Dinge, ja. Und diese Dinge, die müssen wir wirklich verstehen. Der Kampf ist im Geist, der Kampf ist nicht im Natürlichen. Wo immer Christen versucht haben, in der Vergangenheit auf der natürlichen Ebene zu kämpfen, ja, da gab es auch in der Reformation, den verschiedenen Aufbrüchen, gab es also entsetzliche Fehlschläge und Fehlentwicklungen. Wo immer das Leute versucht haben, ging das vollkommen in die Hose, ja. Der Kampf ist im Geist und wir müssen lernen, auf der geistlichen Ebene zu kämpfen. Schau, und da hast du ein Beispiel. Wenn früher eine Schlacht war, dann haben die Menschen, also die Soldaten, die Kämpfer untereinander, die haben nicht gegen die Pferde gekämpft, wo die Gegner vielleicht draufgesessen haben, sondern sie wussten, ich gehe gegen den Gegner an und nicht gegen das Pferd. Ja, logisch, ne? Sondern gegen die sie lenken, diese Pferde, die sie steuern, die sie bestimmen. Und genau das ist es hier. Wir gehen im Geist gegen die Mächte an, die eben auf der irdischen Ebene irgendwelche Systeme, irgendwelche irdischen Mächte lenken und steuern oder Menschen steuern, beeinflussen. Wir gehen auf der geistlichen Ebene dagegen an. Ja? Wir gehen beispielsweise, nur ein Beispiel, es gibt jemanden, der sagen wir mal, einen extremen Geist von Mobbing hat und Leute bedrängt und Leute quält und so weiter. Ja, dann attackierst du nicht die Person, sondern du betest gegen die dahinterstehende Kraft des Mobbings, gegen diese dämonische Power und du gehst dagegen an und unterbindest das. Ist doch logisch. Ja, die Person ist doch nichts anderes als jemand, der missbraucht wird von diesen dämonischen Kräften. Ne? Ja, vielleicht spielst du mit, vielleicht magst du das und so weiter, aber letztlich ist sie einfach nur etwas, jemand, der missbraucht wird. Die dahinterstehenden Kräfte, die sind es, die wir attackieren. Und das bezieht sich auch auf Gebet auf größerer Ebene, nationaler Ebene. Oder wenn wir in diesem herrschenden Gebet wirklich böse Entwicklungen ansprechen und dagegen angehen. Nicht? Ja. Gut. So. Jesus ging durch die Himmelswelt. Nachdem er gestorben war, er ging durch die Himmelswelt, sagt die Bibel. So lesen wir es in Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Ja? Er ist durch die Himmel gegangen. Er ist durch dieses ganze hochorganisierte Reich des Feindes hindurchgegangen. Ja? Und hat es, wie gesagt, demoliert. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters. Er herrscht über alles. Und er wartet, bis die Feinde unter seine Füße kommen. Und pass auf, er ist hoch erhoben. Er ist hoch erhoben über allem, was in dieser Erde ist. Über allem, was in diesem Weltsystem ist. Er ist hoch erhoben. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist.
Er ist hoch erhoben. Ja? Er ist weit, weit, weit über allen Gewalten, über allen Mächten, über allen Thronen, über allen Namen, über allen Herrschaften, über allen Territorien, über allen Kräften, über allen Systemen, über allen Bünden, über allen Logen, über allen Parteien, über allen Gesellschaften, über allen Zusammenschlüssen, über allen Befehlsgewalten, über allen Gruppierungen, allen Regenten, allen Autoritäten und alle Obrigkeiten. Er ist erhoben darüber. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir kapieren, dass wir zum Reich Gottes gehören und nicht zum gefallenen, elenden, verdorbenen Reich dieser Welt. Und wo Christen meinen, sich unter dem System der Welt arrangieren zu müssen, hey, da ist eine gewisse Gefahr drin, sei vorsichtig. Du gehörst zum Reich Gottes. Versuche nicht, auf beiden Seiten zu hinken. Sieh im Gebet auf Jesus. Er ist unser Maßstab. Er ist der Sieger. Ja? Und gerade wenn du dich mies und niedergeschlagen fühlst, schau auf Jesus. Oder mach dir Lobpreis an, wie wir gerade gehört haben. Er ist das Haupt. Und wenn wir beten, dann kommen wir von der Position aus, von ihm aus. Ja? Er ist das Haupt. Nun, was für ein Haupt? Das Haupt der Gemeinde. Das Haupt des Leibes. Wir sind eins mit ihm. Er ist ja nicht geköpft. Der Kopf ist ja nicht irgendwo, ja, und der Leib woanders. Sondern es ist eins. Er ist das Haupt und wir bilden den Leib. Zusammen das Reich Gottes, die Gemeinde. Wir sind verbunden mit ihm. Ja, wir sind eins. Wo das Haupt ist, ist auch der Leib. Deshalb ist es gut, meiner Bibel zu schauen, wo ist denn das Haupt? Weißt du wo? Es sitzt zur Rechten Gottes in der himmlischen Dimension. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt. Okay, Jesus ist gestorben, dann wurde er auferweckt. Und dann heißt es hier, er hat uns mit auferweckt. Und mit sitzen lassen in der Himmelswelt. In Christus Jesus. Ich weiß nicht, ob du darüber mal eine Predigt gehört hast. Das ist die Position und die Identität, die wir eigentlich haben. Wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann weißt du, du bist gestorben dem alten Menschen und eine neue Kreatur ist entstanden. Sieh, das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Alles ist neu. Eine neue Kreatur. Das Bild dafür ist die Taufe, der Tod des Alten. Ja, und dann kommt was Neues hervor. Und wenn das passiert ist, ja, im Geist, wenn du wiedergeboren bist, das heißt, du bist mit gestorben, du bist mit begraben, du bist mit lebendig geworden, du bist auferweckt worden mit ihm und du sitzt mit ihm als Teil deines Leibes in dieser himmlischen Dimension. Nochmal, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Epheser 2, Vers 6. Epheser ist der Brief, der gigantisch herausfordernd ist und wo es darum geht, wo Paulus darum ringt, den Leuten klarzumachen, hey, ihr müsst verstehen, was es heißt, was ihr eigentlich seid, was Christus eigentlich für euch erobert hat. Ihr müsst verstehen, das ist dieses mit Höhe, Breite, Länge, Tiefe, ihr müsst verstehen, um was es hier überhaupt geht. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwie durchs Leben eiert, es geht darum, dass ihr in der Autorität und Power des Leibes Christi herrscht und vorwärts geht, um das Reich Gottes zu bauen. Halleluja! So, das ist herausfordernd. Aber im Geist ist es tatsächlich so, wir sitzen mit ihm auf dem Thron in der himmlischen Dimension. Warum? Weil Christus das, was Adam verloren hat, wieder gewonnen hat. Und weil wir eins mit ihm sind. Eins im Geist. Im Geist. Heißt jetzt gerade nicht, dass wir irgendwie machen können, was uns gerade in den Kopf fällt, kommt und da irgendwie, ich sag mal, rumregieren mit irgendwas. So nicht. Es muss alles vom Haupt kommen. Aber vom Haupt kommend müssen wir es, dürfen wir es, können wir es umsetzen in unserem Leben. Eben, wie gesagt, vor allen Dingen auch durch Gebet. Halleluja. Der Feind, es gibt fast nichts, was er mehr fürchtet als das. Wenn Christen Verständnis bekommen, welche Position sie in Christus haben, welche Autorität sie haben, dann wird es für ihn gefährlich. Wenn Christen irgendwie verstehe mich bitte richtig, ist kein Vorwurf, aber wenn, bin ich selber durch, auf dem fleischlichen Level beten, dann ist das alles harmlos. Aber wenn Leute wirklich durchbrechen, im Geist zu beten, werden sich dramatisch Dinge verändern und dann wird es gefährlich für ihn.
Der Feind will uns unten halten als Volk Gottes. Er will uns benebelt halten, ja. Irgend so eine Gefühlsduselei in der Grauzone, ohne Klarheit, so schlapp und schwach und ja, nur Worte. Verstehst du, beim Gebet, nur irgendwelches Gerede, aber ohne dass es wirklich Veränderung bringt. Müdigkeit, Passivität, man ist überfordert, man ja, lässt sich ablenken oder es gibt Streit oder Hickhack. Man tut irgendwas machen, aber man dringt nicht in das durch, was er hat. Der Feind will uns herunterziehen, ja, und es ist ihm egal, durch welche Mittel. Wir dürfen nur nicht in diese Position der Herrschaft kommen, die der Herr für uns hat. Wir dürfen nur das nicht kapieren, was er für uns vorgesehen hat. Alles andere ist okay, halb so wild. Hauptsache nicht das. Hauptsache nicht die Christen kapieren, wer sie sind im Geist. Weil dann wird es für ihn gefährlich. So, und so ist im Grunde genommen ein guter Teil des Kampfes eigentlich das, dass wir uns gegen die falsche Propaganda des Feindes, gegen seine negativen Reden, gegen dieses Ding, dass wir nichts können und nichts sind und klein und nichts bewegen können und schwach sind und krank sind und arm sind und bla, dass wir uns dagegen wehren und Position einnehmen. Ja, wie gesagt, im Geist. Nicht im Fleisch. Denn der, ich sag mal, normale Zustand, in dem Gott uns eigentlich sieht und hat, ist, dass wir im Geist mitsitzen auf dem Thron. Komplette Freiheit, komplette Klarheit, in Licht, in Frieden. Ja? Wir sind konzentriert, wir sind fokussiert, wir gehen vorwärts mit ihm. Ja? Wir gehen mit dem Heiligen Geist. Wir erkennen, welche Absichten der Feind hat. Wir zerstören die Werke des Feindes in den Dingen, die der Herr uns beauftragt. Ja? Im Leben der Menschen, die uns lieb sind und so weiter. Wir sind auf der einen Seite nicht getrieben und auf der anderen Seite nicht passiv. Weißt du was? Im Grunde genommen sollen wir so leben wie Jesus. Er ist das absolute Vorbild. Ja? Er ist das Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Halleluja. Wir sind seine Nachfolger. Gut, und dann möchte ich da noch was zu sagen zum Thema Sprechen. Reden, aussprechen. Ne? Weißt du, beten ist nicht irgendwie was denken, so still vor sich hin. Kann in Ausnahmefällen mal sein, was weiß ich, wenn du so ein Stoßgebet dir denkst. Aber normalerweise hat es was mit Artikulieren zu tun. Du sprichst. Das ist sehr, sehr wichtig. Beten ist nicht was, was im Hinterstübchen passiert. Sprich es aus. Deshalb haben wir den Leuten immer gesagt, wenn es um Gebetszeiten ging, bete mindestens so laut, dass du es selber hörst. Also wie gesagt, wenn du in Afrika in der Gebetsgemeinschaft bist, in manchen Gemeinden, da musst du wirklich laut sprechen, damit du dein eigenes Wort noch hörst. Weil alle wissen, beten ist jetzt etwas, wo wir wirklich was bewegen können. Und dann gehen die ab. Ja? Und bei uns, das ist mehr so ein fast Flüstern, was dann läuft. Das ist nicht gut. Beten ist aussprechen, artikulieren, ja? Wie ein Herrscher, anordnen, befehlen, das, das, das. Ja? Und nicht so ein Wischiwaschi. Bitte versteh mich richtig, das ist alles kein Vorwurf. Das war bei mir oder ist, ja, war bei mir auch so. Ja, das sind Dinge, wo man in der Entwicklung weitergehen muss, aber wo ich sage, hey, wir müssen als Volk Gottes verstehen, es gibt mehr, viel, viel mehr. Gott hat mehr für uns. Amen. Ne? Wir sind Leute, die sprechen. Sprechen. Guck mal, Gott hat durch sein Wort, durch sein Sprechen die Welt geschaffen. Durch sein Sprechen ist alles entstanden. Kreativ, schöpferisch. Genauso ist es, wenn wir sein Ebenbild sind, durch unser Sprechen. Ja, aussprechen. Die Gegenseite hat das kapiert. Weißt du, der Feind arbeitet ja mit seinen Leuten, die er verführt hat, die er verblendet hat. Arme Schweine übrigens, ja. Von der Gegenseite, die arbeiten ja auch durch Sprechen. Flüche, die sie aussprechen. Verwünschungen, die sie aussprechen, Bannsprüche, die sie aussprechen, Hexerei, die sie aussprechen, Zaubersprüche, Zeug, was sie aussprechen. Sie artikulieren es und dadurch hat es Macht. Wie viel mehr bei uns als Volk Gottes? Wie viel mehr, wenn wir verstehen, dass unsere Worte Power haben, Macht haben? Ja? Das ist etwas wirklich Bemerkenswertes. Und wenn du diesen Gesichtspunkt dir bewusst bist, dann sagst du, Moment mal, was da so in den Medien gesagt wird, was da so weitergegeben wird, was auch vielleicht von politischer Seite weitergegeben wird, das sind ja auch, wenn man es mal richtig anguckt, wie eine Riesenwelle von Verwünschungen und Verfluchungen teilweise. Was so proklamiert wird über dem Land, über der Gesellschaft, was so ausgesprochen wird. Falsche
Prophetie? Kannst vielleicht mal drüber nachdenken. Mein Punkt ist, wir als Volk Gottes müssen lernen zu sprechen. Die Wahrheiten Gottes auszusprechen. Die Absichten Gottes auszusprechen. Ja, deklarieren. Proklamieren. Von mir aus singen. Ja, aber vorwärts gehen. Und schöpferisch, kreativ das umzusetzen, was der Herr möchte. Wir sprechen Dinge ins Leben. Sprechen Dinge in Existenz, die noch nicht da sind, aber die entstehen. Ja, die der Herr durch uns tut. Markus 11, kennste, 11 ab Vers 23, Jesus sagt, wahrlich, ich sage zu euch, wer zu diesem Berg sagen wird, er sagt, nicht zu dem Berg denken wird, oder irgendwas, sondern der den Berg anspricht, wer zu diesem Berg sagen wird, heb dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Interessant, ne? Du musst zum Berg sprechen. Und natürlich musst du glauben, ja? Natürlich darfst du nicht zweifeln. Aber es hat diese Aufforderung, hey, sprich! Wenn da Berge sind in deinem Leben, sprich! Sprich sie an, gebiete ihnen zu verschwinden, gebiete ihnen zu weichen. Wenn da Menschen sind, die dich blockieren, die dich quälen, die da irgendwelche negative Dinge, sprich sie an. Wenn da Krankheiten sind, geh dagegen an. Ja? Artikuliere es aus der Position, die du in Christus hast. Weiter geht's hier. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, da gibt es kein Limit. Aber wir müssen verstehen, aus welcher Position heraus das passiert. Und das ist dieses herrschende Gebet. Das ist dieses herrschende Gebet, wo wir Dinge aussprechen, wo wir Dinge anordnen, wo wir zu diesem Berg sagen, jetzt langt's. Dieser Berg von Arbeitslosigkeit, von Mobbing, von Schulden, von schlechten Beziehungen, von Kinderlosigkeit, von Ehelosigkeit, von was auch immer. Berg von Insolvenz, Berg von Krankheit, Berg von was auch immer. Berg von Messi-Dasein, höre ich gerade im Geist. Was auch immer. Sprich zu ihm. Bleib dran. Und irgendwann wird er weichen. Er muss weichen. Wenn du weißt, wie du im Geist betest. Das Neue Testament weist uns wirklich oft darauf hin, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Worte achten, wie wichtig es ist, dass wir mit den richtigen Worten vorwärts gehen. Denn unsere Worte sind nicht einfach Worte. Ja, ich meine, natürlich gibt es viele Leute, die machen einfach Worte. Aber wenn wir wissen, vor allen Dingen im Gebet, was wir tun, dann haben unsere Worte Befehlscharakter, Autorität. Ja, die Waffen, die Gott uns gegeben hat, ne, ist im Mund, ist im Sprechen. Das Schwert des Geistes, ja, das Wort Gottes, das wir aussprechen. Ne? Halleluja. Worte haben die Macht. Und weißt du was? Die geistliche Welt ist eine sprechende Welt. Die geistliche Welt ist eine sprechende Welt. Der Feind versucht, auf die Leute einzureden. Der Herr versucht, mit den Menschen zu kommunizieren. Im Geist funktioniert es auch durch Sprechen. Die geistliche Welt ist eine sprechende Welt. Gott hat die ganze Schöpfung durch Sprechen ins Sein gerufen. Das müssen wir uns bewusst sein. Und wie lesen wir in der Offenbarung? Dass wir den Feind überwinden durch die Worte unseres Zeugnisses. Das ist genau die gleiche Wahrheit. Wir bekennen das, was Gott sagt. Wir bekennen die biblischen Wahrheiten. Wir bekennen die Absichten Gottes. Wir bekennen die Wahrheiten Gottes. Wir bekennen, was weiß ich, die Wahrheit über das Blut, über den Bund Gottes, ja, über die Sünde, über die Strafe, über das Gericht, über Ewigkeit, über das Leben, über Tod, über alles, Errettung, Erlösung. Wir bekennen es. Wir geben Zeugnis, wir reden darüber, wir bekennen es, wir proklamieren es, wir geben es weiter und wir beten in dieser Position und sagen diese Wahrheiten weiter. Heißt, wir bekennen nicht, was der Feind uns eingibt. Wir bekennen nicht Niederlage, wir bekennen nicht Armut, wir bekennen nicht, was weiß ich, Krankheit oder sonst was. Wir bekennen nicht, was er uns einredet, was wir alles nicht können und was wir alles nicht sind und was nie funktionieren wird und so weiter. Wir bekennen auch nicht das, was politisch korrekt ist oder was das System gerne möchte oder irgendeine komische Obrigkeit, die uns sagt, was zu tun und zu lassen ist. Nein, wir bekennen, was Gott sagt. Das ist es, worum es geht. Und gar nichts sonst. Ja? Und wenn du nicht weißt, was Gott sagt, dann liest die Bibel, da steht es nämlich drin. Ja? Seine Absichten, seine Pläne sind uns doch nicht verborgen.
Ja, er ist ein Gott, der spricht. Und er hat uns sein Wort, das Wort Gottes, die Bibel gegeben, damit wir dieses Wort nehmen und es auch aussprechen, auch proklamieren, auch weitergeben. Halleluja. Halleluja. Jesus sprach Worte und es geschah. Und so soll es auch bei uns sein. Ja, sprich das Wort Gottes, predige es, proklamiere es, bekenne es. Und du wirst sehen, wie es immer mehr real wird. Beispiel. In Joel 4 finden wir folgende Aussage. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Das ist so ein Bekenntnis, eine biblische Aussage. Und denkst du, ja, was ist das für ein Quatsch? Normalerweise wäre doch, wenn der Schwache sagt, ich bin schwach. Nein, der Schwache sage, ich bin ein Held im Geist, in Christus. Obwohl ich schwach bin, kann ich ein Held sein. Und wenn er das sagt, wird das geschehen. Es ist das Bekenntnis, es ist die Proklamation. Du bist nicht, was du bist, sondern du bist, was du im Geist aussprichst. Die Position, die Herrschaft, die du dir nimmst. Ja? Und da habe ich noch einen für dich. Jesaja 54, Vers 17. Hier kannst du dir mal aufschreiben. Jesaja 54, Vers 17. Wirklich wichtig. Das ist ein Vers, der kann dein Leben retten. Wirklich wichtig. Wirklich. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Halleluja. Sagt das Wort Gottes. Wenn du also attackiert wirst, das ist etwas, was du dagegen setzt. Ja? So. Und jede Zunge, jede, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist jetzt durchaus natürlich im Irdischen von mir aus Gericht gemeint, aber vor allen Dingen geht es hier um diese geistliche Situation. Die anklagende Situation, Anklagen, kommt ja vom Gericht her, ne? Die anklagende Stimme des Feindes, seine Vorwürfe, seine Anklage. Ja? Und wir müssen in die Position kommen, dass wir diese Lügen schuldig sprechen im Geist. Sprechen, ja, aussprechen. Das ist das Erbteil der Knechte Jahwes und ihre Gerechtigkeit vor mir her, spricht Jahweh. Das ist das Erbteil, ja, dass keine Waffe dich erwischen kann und dass, egal was gegen dich aufsteht, dass du es schuldig sprichst, ja. Das ist wirklich interessant. Das finde ich absolut cool. Wir sind diejenigen, die die Dinge aussprechen und dadurch entwaffnen. Wie gesagt, Waffen sind Worte, ne? Alle Pläne des Teufels, alle Flüche, alle Aussprüche von Menschen, alles, was sie Negatives gesagt haben, alles, was sie Negatives gesprochen haben, was sie verflucht haben, was sie verwünscht haben, wo sie uns begrenzen, sonst was. So viele Leute, so viele Christen haben so viel Negatives im Leben über sich ausgesprochen bekommen. Vielleicht schon in der Kindheit, vielleicht von Lehrern, vielleicht von Vorgesetzten, vielleicht von Pastoren, ja, die dich begrenzt haben, die dir sagen, was du kannst und was du bist und was nicht geht und was doch geht und was du zu tun hast. Dieses Begrenzen, Worte, die über dir ausgesprochen sind. Hey, wenn das dem Wort Gottes widerspricht, dann musst du diese Dinge schleunigst loswerden und die Wahrheiten Gottes kapieren. Hier, der Schwache sage, ich bin ein Held. Ja? Diese Wahrheit müssen wir verstehen und anfangen zu proklamieren, was Gott sagt. Proklamieren, was das Wort Gottes sagt. Mit dem Mund. Ne? Dadurch wird der Verkläger entwaffnet. Halleluja. Und ich komme jetzt langsam zum Ende. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist ein sehr cooler Vers. Im Grunde genommen sagt Paulus hier, mit allem Gebet und allem Flehen betet zu aller Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und allem Flehen für alle Heiligen. Hey, das ist wirklich big. Ja? Wir haben wirklich diesen Job zu tun. Der Herr erwartet das von uns, dass wir im Gebet vorwärts gehen und dass wir wirklich mehr oder weniger jederzeit und immerzu darin vorwärts gehen. Nicht aufgeben heißt das auch. Anhaltend heißt nicht aufgeben, sich nicht zurückziehen, sondern dranbleiben, 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 bis diese Werke des Teufels zerstört sind. Halleluja. Ja? Gebet ist Gottes Weg, wie er durch uns, die wir beten, seinen Willen auf der Erde durchsetzen kann. Halleluja. Weißt du, Jesus war der größte Mann des Gebets.
Die Apostel haben Gebet an erste Stelle in ihrem Leben gesetzt. Und wir, wie wir heute sind, können ohne dieses Gebet, diese Power des Gebetes, diese Kraft des Gebetes nicht im Sieg leben. Deshalb ist es gut, zu lernen, dieses herrschende Gebet, zu lernen, wie wir in der Autorität, die Christus für uns hat, wirklich beten können. Und ich werde dir hinterher noch drei Bücher vorstellen, die auch wirklich gut und hilfreich sind, wenn du da weiter hineingehen willst. Und ich möchte dir ein Beispiel jetzt einfach noch mit dir durchgehen. Psalm 91, den du garantiert kennst, der ist ja wirklich, wirklich sehr bekannt. Und da ist etwas, wo wir dir zeigen, wie du im Gebet, das, was Gott sagt in seinem Wort, für dich persönlich beanspruchst und es so aussprichst und so anordnest und so befiehlst, wie ich das meine. Ja? So. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel zu kennen, deshalb ist es wichtig, das Wort zu nehmen und zu gebrauchen. So, ich trage dir das einfach mal so vor, wie wir das beten würden. Ne? Genau. Im Sinne, dass du sagst, das gilt für mich, das ist ein Zuspruch des Herrn, das nehme ich. Das sage ich und glaube ich. Proklamierst du in die geistliche Dimension und du wirst sehen, es hat Power. Das kann dein Leben retten, ich sage es dir, gerade in solchen Zeiten wie diesen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also hat natürlich was mit Wohnen, ja, wirklich mit der Beziehung zum Herrn. Also die muss natürlich intakt sein, ne? Logisch. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu Yahweh. Und dann kommt jetzt hier der Rest des Psalms, wo er sagt, was er sagt. Und ich bringe das jetzt in die Ich-Form, damit du verstehst, worum es geht. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ja? Denn er errettet mich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er mich und ich finde Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Ich fürchte mich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an meiner Seite, 10.000 an meiner Rechten. Mich erreicht es nicht. Yes. Mich erreicht es nicht. Amen. Hallo, mich erreicht es nicht. Das ist Wahrheit des Wortes Gottes, was du für dich in Anspruch nehmen kannst. Das, hey, das ist herrschendes Gebet. Mich erreicht es nicht. Ja? Nun schaue ich mit meinen Augen und ich sehe die Vergeltung an den Gottlosen. Denn ich habe gesagt, Jahwe ist meine Zuflucht. Ich habe den Höchsten zu meiner Wohnung gesetzt. Und so begegnet mir kein Unglück und keine Plage naht meinem Zelt. Mir begegnet kein Unglück und keine Plage naht sich mir. Verstehst du das? Er, Gott, bietet seine Engel auf für mich, mich zu bewahren auf allen meinen Wegen. Auf den Händen tragen sie mich. Wow! Auf den Händen tragen sie mich. Das kannst du proklamieren in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Ja? Und das Anordnen im Geist. Ne? Auf den Händen tragen sie mich, damit ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Auf Löwen und Ottern trete ich. Junglöwen und Schlangen trete ich nieder. Halleluja. Und dann geht es weiter und jetzt spricht Gott. Jetzt kommt Gott und er sagt, Gott sagt, weil du an mir hängst, will ich dich erretten. Ich will dich schützen, weil du meinen Namen kennst. Du rufst mich an, ich antworte dir. Ich bin bei dir in der Not. Ich bin bei dir in der Not. Ich bin bei dir in der Not. Ne? Ich befreie dich. Ich bringe dich zu Ehren. Ich befreie dich. Ich bringe dich zu Ehren. Ich sättige dich mit langem Leben und lasse dich mein Heil schauen. Weißt du, so ist es, was wir meinen und wie wir das verstehen, dass du das Wort Gottes nimmst und betest und aussprichst. Und wenn du daraufhin mal einfach schaust, im Neuen Testament, bei den Gebeten bei Paulus, bei den, ja, gerade Epheserbrief ist eine Fundgrube, in dem Psalm, du findest
Nugget über Nugget über Nugget, was du nutzen kannst, um einfach die Wahrheiten Gottes über deinem Leben auszusprechen. Ja. Wenn du die Bibel nimmst, das ist das Schwert, das ist das Wort, ja, dann hast du die Position und du sprichst es in Autorität. Wie soll ich machen? Du schlägst es dem Feind um die Ohren. Ja? Sagst, hier, das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Jesus hat den Feind besiegt in der Wüste durch das Wort Gottes. Das Gleiche gilt für uns. Das können wir genauso tun. Durch das Wort Gottes und durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Halleluja. Ich finde das ein grandioses Thema. Man merkt das. Ja, Halleluja, hoffentlich. So, und wir werden gleich beten. Du hast hier schon gesehen, hier sind die Anliegen. Und wir werden hinterher für die Sachen beten. Und wir werden so beten, wie wir meinen, dass man beten sollte. Ja? Und ich lade dich ein, dich jetzt schon vorzubereiten, da mitzumachen, dich einzuklinken. Besorg dir Abend mal, wenn du es noch nicht hast, weil wir das sehr ernst nehmen mit diesen Anliegen und weil wir erwarten, weil wir in entsprechender Weise beten, dass sich wirklich Dinge verändern. Wir erwarten, dass der Feind zurückgedrängt wird. Wir erwarten, dass Krankheiten weichen müssen. Wir erwarten, dass Mangel und Elend und was da immer ist, wirklich zurückgedrängt wird und Neues geschieht. Amen. Ja, Amen. So, bevor jetzt hier wir gleich weitergehen, möchte ich dir noch kurz drei Bücher vorstellen zum Thema, die wir bei uns im Shop haben. Die Autorität des Gläubigen. Kleines Büchlein für 6 Euro, nur so eine Broschüre. Sehr gut zu lesen, sehr knuffig. Das übernatürliche Freisetzen durch Gebet und Glauben. Ja, für 99 von Daniel Kolender. Ein ganz cooles Buch zum Thema Gebet. Ja, und eben Auswirkungen für Gebet. Und wenn du einfach die Frage hast mit dieser Identität, mit dieser Autorität, mit deiner Position in Christus und du sagst, ja, ich habe da noch nie was drüber gehört und du möchtest da tiefer einsteigen, da gebe ich dir hier dieses Buch, Neues Leben, Neue Identität. Das ist grandios, das hat unser Leben verändert. Ne? Ja, das haben wir vielfach gelesen und ja, vor etwa 20 Jahren hat das wirklich, wirklich, wirklich Veränderung gebracht. Neues Leben, neue Autorität, kostet 13,95. Autorität. Ist auch gut. Passt auch. Neues Leben, neue Autorität. Ja, passt auch. Wäre auch in Ordnung. Empfehle ich dir sehr, wenn du sagst, okay, ich will da weiter hineingehen. Okay, im Namen Jesus spreche ich aus, dass diese Botschaft des herrschenden Gebetes wirklich in den Herzen versiegelt ist, dass ihr das behaltet, dass ihr es versteht, dass ihr da hineinkommt. Ich spreche aus, dass die Absichten des Feindes, das zu rauben, das Wort wegzunehmen, euch in klein-klein zu halten, euch als besiegte Soldaten zu sehen, als irgendwelche Leute, die in Niederlage leben, dass das weggenommen ist und dass stattdessen das, was wirklich hier vom Herrn gesät ist, was er hineingegeben hat, dass das aufgeht und aufgeht und euch in eine neue Position der Autorität, der Identität in Christus bringt. Ich spreche aus, dass sich euer Leben verändert im Namen Jesus Christus, weil ihr lernt zu beten. Und zwar in einer Art weiter zu beten, die wirklich das Reich der Finsternis konfrontiert und die das Licht des Herrn in deinem Leben freisetzt. Amen. Amen. Halleluja. Yes.